Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Fallout 4 im Überlebensmodus. Das ist das Wasser, ne? Okay, zum Glück funktioniert der Knopf nicht. Erstmal hier alles klauen. Hochwasserschutzstation. Vielleicht hätten wir vorher hier reingehen sollen. Systemdiagnose. Hochwasserpumpe 1 aktiv. Na, immer in einer. Betriebsnachweis. Diese Anlage wurde mit 4 Notfall-Hochwasserschutzpumpen Mark 6 ausgestattet. Diese vollautomatische Wasserabpumpvorrichtung sollte ihre Anlage auch in den kommenden Jahrzehnten sicher und trocken halten. Im unwahrscheinlichsten Fall einer starken Überflutung kann es bei Mark 6 Pumpen, die komplett unter Wasser gesetzt werden, zu einem Ausfall kommen. Verwenden Sie die automatisierte Software auf diesem Terminal oder bestätigen Sie den Pumpensteuerungsschalter in der Nähe der Pumpe, falls Sie die Pumpe neu starten müssen. Hierdurch wird ein zweiter Motor aktiviert, der die Verstopfung beseitigt und den normalen Betriebszustand der Pumpe wiederherstellt. Na cool. Ach, das ist die Tür, die wir nicht aufkriegen konnten. Ich glaube, hier ist eine Scheibe, oder? Testen wir es mal. Ja, yep, Scheibe. Sorry, Hundi. Ich musste es testen. Okay, dann gehen wir doch mal hier runter. Faszinierend. Was bist denn du? Jetzt lande ich hier. Hoffentlich ist keiner von denen legendär. Na gut, bewegen wir uns erstmal vorsichtig entlang. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich habe hier zu Hause zerstört. Ich bin eigentlich voll das Arschloch. Ah, mag sein, dass wir gleich auf jeden Fall. Ja. Na gut, was soll's. Haben wir irgendwelche anderen Klamotten noch am Start? Ja, Jägerrüstung, ne? Na gut, merke ich mir. Ach, so ein Dreck aber auch, ne? Ach, jetzt seid ihr plötzlich da oben, oder was? Einer ist noch im Wasser. Ach, wieder so ein Weichpanzer. So. Easy going. Ich hätte gar nicht durchs Wasser müssen. Das ist bitter. Ist das einfach bitter. Naja. Halt. Der Hut. Cool, danke. Immerhin einer, der mir hilft. Da geht's zur Quest. Aber hier geht's um woanders hin. Deswegen nehme ich den Weg. Geschafft. Achso, der ist aus. Ich finde es immer verwirrend, wenn die aus sind, dann kann man die nicht kaputt machen. Weil ich es kann. Ja, cool, was hat das hier gebracht? Achso, ein Stimpact. Ja, gut. Hat sich ja gelohnt für ein Stimpact. Das hat sich gelohnt, ein Ventilator.
Mittlerweile finde ich die auf Anhieb. Arschloch! Achso, du bist sowieso nett. Für dich verballe ich keine Munition. Ich laufe zurück. Ich spring da jetzt bestimmt nicht runter. Muss ich mich schon wieder umziehen. Ach da! Ich hab's nur irgendwo krabbeln hören. Das stimmt ja mit dir nicht. Hast du dich irgendwie gefreut oder so? Hopsa. Ich glaube, der hat sich gefreut, mal einen Menschen zu sehen. Ich weiß es nicht. Das sah auf jeden Fall sehr seltsam aus. Hat er erstmal so einen Tanz gemacht. Ist wahrscheinlich auch noch ein Paarungstanz. Fand mich sexy oder so. Ah ja, wieder mal so. Oh oh. Oh oh. Teletubbies. Winke, winke. So. Du bist sowieso nur ein billiger Meilock, ne? Ein bisschen heftiger. Von Tieren bekomme ich ständig nur Rüstung. Reduziert den durch Ghule verursachten Schaden. Ja, schade. Schade, schade, Schokolade. Jetzt soll ich da unten rein. Glaube ich, ich weiß es nicht. Wir gehen zuerst mal. Ach, da soll ich rein. Na toll. Egal. So, letzte Pumpe. Und da kommt nochmal so ein König oder so ein Kram. Wisst ihr noch, wie ich gesagt habe, oben, keine Sorge, ich habe, ich habe den Comic gesehen, ich habe den Comic vergessen. Aber wir werden ihn wiederfinden, keine Sorge. Ich weiß ja, dass er existiert. Ich einfach weggelaufen bin. Doof. Hier ist dann somit der Ausgang, ja? Den wir nicht benutzen werden, höchstwahrscheinlich. Oder den wir benutzen werden, um dann wieder zum Eingang zu kommen. Gerade. Weil wir ja auch dieses Heftchen brauchen, was ich da gesehen habe. Landen wir jetzt auf dem Dach? Quäß ist nicht. Frage jetzt, bei welchem Terminal war das jetzt? Und zumindest wissen wir, dass es bei einem Terminal war. Ah, wir sind jetzt hier oben. Was hast du denn gefunden, Kleiner? Ah, ich weiß nicht, wo du steckst. Ohne verdammte Markierung für dich. Hm? Shit. Oh, shit. Oh, ich komme hier raus. Alles gut. Scheiß drauf, wir gehen wieder rein. Für das Terminal. Wieso müssen wir das Comic neben dem Terminal? Ah, wie ich das einfach ignoriert habe. Oh, ist das bitter. So, hier war Terminal Nummer 1, das wir gelesen haben. Hier ist der Comic nicht. Dann wir runter, ne? Gut, wir haben natürlich noch die Möglichkeit hochzugehen, wenn wir auch nochmal tun.
Erdgeschoss. Ah, wieso hab ich's verplant, ey? Nein. Nach oben. Untere Ebene. Das Terminal war es auch nicht. Wo war denn das, sag mal? Oh Mann, aber hier war es doch eingesperrt. Hier war es offensichtlich nicht. Ah, Kopf, lass mich nicht im Stich. Wo habe ich es gesehen? Da. Na also. Du kannst jetzt Verandamöbel in Siedlungswerkstätten herstellen. Ja gut, das... Nun war einfach mal so, als hätte sich das gelohnt. Was es natürlich offensichtlich nicht hat. Aber egal. Eine Sache mehr zum Bauen. Wieso nicht? Verandamöbel. Wir sind sowieso derzeit dabei, eine Veranda für unsere Kollegen in der Siedlung zu machen. Also, was soll's. Hier wieder hoch. Nach oben. Wenigstens habe ich mich nochmal erinnert. Wie sieht es eigentlich mit unserem Level aus? Elfte noch. Erdgeschoss. Dann sind wir bald fertig mit unseren Aufrüstung. Und irgendwann verbessern wir auch unsere Rüstung. Aber die Rüstungsschmiede brauchen wir doch sowieso für. Stimmt. Wir brauchen Wissenschaft und Rüstungsschmieden, ne? Für die Power-Rüstung. Ja, was soll's. Ja, jetzt sind wir auf dem Dach. Was gibt's hier so Besonderes? Schon mal ein Ventilator, hat sich schon gelohnt. Ein Safe. Das wär's. Stimpack ist immer gut. So, und mit dir, ja, Einsteiger, kann ich auch den Safe öffnen. Hol ich mir Wumpe, jetzt habe ich den so geöffnet. Ja, cool. Und das war's auch schon, was wir hier oben machen konnten. Sonst gibt es hier offensichtlich nichts. Nun denn. So lasst uns zurück. Da hoch. Und wieder ein Fleckchen auf der Karte mir aufgedeckt. So sehe ich das. Mein Ziel ist es natürlich wie immer, alle Flecken auf der Karte aufzudecken, um zu gucken, was da drüben ist. Ich habe ja die Theorie, dass bei Bethesda das so ist, dass jeder Fleck auf der Karte eine Quest hat. Auch wenn ich es höchstwahrscheinlich nicht finden werde. Bring mir ein paar Mutterbeeren für die Aufseher White. Hallo, schön dich zu sehen. Du hast unser Wasserproblem behoben, oder? Ja. Ja, Ma'am. Und so ein Gentleman. Oh. Ich muss dir einfach was geben. Hier, du kannst etwas von unseren Erzeugnissen haben. Außerdem gibt dir Greeny einen Rabatt. Wenn du sonst noch was brauchst. Jetzt muss ich wieder zurück an die Arbeit. Ciao, ciao. Ja, du kannst jetzt die Werkstatt von Grey Garden benutzen. Kann ich euch auch wegbringen? Ah, kann ich aus der Siedlung gefährt werden. Schade. Hätte mich echt gefreut. Ja gut, ich wollte noch meine Klamotten anziehen. Ich laufe nämlich gerade nackt durch die Gegend. Army-Uniform. Gut. Dann gucken wir mal. Was machen wir als nächstes? Sprich mit den Siedlern bei der Slog. Klingt doch schon mal sehr interessant. Ah, das ist der Ort, den wir wahrscheinlich entdeckt haben, ne? Wo ich gesagt habe, dass wir hier noch keine Quest haben. Jetzt haben wir hier eine Quest. Und es gibt verdammt viele Siedlungen, alter Schwede. Da können wir ordentlich was klauen. Ja, das war sie. Das war sie. Willkommen im Slog. Wir sind die einzigen, die im Commonwealth Teerbeeren anbauen. Was hältst du davon? Der Slog?
Wie seid ihr denn auf den Namen gekommen? Der Name kommt nicht von uns. Den haben sich die Karawanenhändler ausgedacht. Ich habe hier vor ein paar Jahren angefangen, aber mir fiel kein Name ein. Irgendwann kam einer der Händler vorbei, nachdem es stundenlang geregnet hatte, und meinte, das Geräusch, was er macht, wenn er durch den Schlamm läuft, klingt wie Slop, Slop, Slop. Ich fragte ihn, ob es sich gelohnt hätte. Und er sagte, für die besten Teerbären im Commonwealth auf jeden Fall. Hier zu arbeiten ist wie eine Schlammpackung. Schwer und schmutzig, aber letzten Endes lohnt es sich. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass es hier nur Ghule gibt. Früher habe ich in Diamond City gelebt, bis dieser Mistkerl von Bürgermeister uns Ghule vertrieben hat. Ich fand, dass wir Ghule einen Ort haben sollten, an dem wir willkommen sind. Und das war der Hauptgrund, warum ich die Farm gegründet habe. Cool. Warum hat der Bürgermeister euch vertrieben? Wir sind hässlich. Wir werden wild und töten Menschen. Kinder haben Albträume wegen uns. Der übliche Glatthautmist. Es stimmt, dass es in Diamond City einen Vorfall gab, bei dem ein Ghoul wild wurde und jemanden verletzt hat. Aber ich frage dich, wie viele Menschen sind plötzlich gewalttätig geworden und haben jemanden getötet? Das habe ich öfter gesehen, als mir lieb ist. Was, wenn dieser Ort mehr als nur eine Zuflucht für Ghule sein könnte, die anderswo nicht willkommen sind? Was, wenn er ein Beispiel dafür sein könnte, was möglich ist, wenn wir gemeinsam an etwas arbeiten? Das hier soll ein Ort werden, den jeder gerne besucht. Mit lächelnden Gesichtern, guten Angeboten und großartigen Produkten. Vielleicht können wir die Leute dazu bringen, nochmal genauer hinzuschauen. Dann sehen sie, dass wir keine Monster sind. Ah, cool. Kann ich helfen? Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, das kannst du tatsächlich. Ohne Händler werden wir unsere Teerbären nicht los. Und Karawanen brauchen sichere Straßen. Es gibt da eine Bande von Supermutanten, die jeden überfallen, der ihrem Gebiet zu nahe kommt, einschließlich Händlern. Es wäre uns eine riesige Hilfe, wenn du dich um diese Mistkerle kümmern könntest. Wo sind sie? Ich kümmere mich drum. Weißt du, wo sie herkommen? Sogar ziemlich genau. Ich hoffe, du findest sie und löschst sie aus. Mir gefällt es hier. Gut. Er hat mir zwar nicht gesagt, wo sie sind, aber ich habe eine Markierung auf der Karte. Immerhin. Ist es in der Nähe? Was soll das jetzt sein? Okay, ich habe diese Baumutanten erledigt. Ich bin ein verdammter Profi. Was? Okay, irgendwo bin ich langgelaufen und habe die Dinger platt gemacht. Kann gut sein. Ich meine, wo wir alles waren. In der Nähe war halt die Satellitenschüssel, wo wir die Viecher platt gemacht haben. Kann sein, dass es das gewesen ist. Naja, Zeit, Bericht zu erstatten. Und, wohin geht's als nächstes? Ich habe diese Supermutanten erledigt. Die Siedler waren sehr erleichtert, dass sie sich jetzt keine Sorgen mehr um sie machen müssen. Oh mein Gott. Supermutanten. Gegen die haben Zivilisten einfach keine Chance. Wie üblich habe ich schon was Neues für dich. Eine Gruppe Ghule hat sich in der Nähe einer Siedlung eingenistet. Die Leute könnten unsere Hilfe brauchen. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Wir können jede Unterstützung brauchen. Also sieh mal, was du tun kannst. Okay. Das Danke. Einzige, was besser ist, endlich sich kann ich zu wieder lassen, klar denken. Strong, warte. Strong, brauchst du was? Mit Mensch gehen. Nein. Wir müssen Ausrüstung tauschen. Strong, Hammer, Jagdflinte und Laser benutzen. Nicht andere Waffen oder Rüstung. Das für schwache Menschen. Ich wollte eine Rüstung geben. Okay. Waffen, Rüstung. Also entweder Armschuss oder Handschuhe. Ich glaube, Handschuhe sind cooler, ne? Oh Nachdem ja. Nachdem ich mich hier niedergelassen hatte, war es für mich vorbei. Halt die Fresse da hin. Die Ärzte meinten, ich hätte... So, weiter geht's im Takt. Wir gehen... Country Crossing? Gehört uns der Ort nicht schon? Also wenn er uns später nur noch Missionen gibt, die wir ja wiederholt machen, muss das nicht sein.
Nee, dort gehört mir noch nicht. Entschuldigung? Bin ich froh, dich zu sehen. Wir brauchen hier wirklich Hilfe. Was gibt's denn für ein Problem? Eine Gruppe wilder Ghule hat sich in der Nähe eingenistet und ein paar von ihnen machen jetzt die Gegend unsicher. Wenn noch mehr draußen rumlaufen, werden sie uns irgendwann überrennen. Wir brauchen jemanden, der sich um sie kümmert. Okay. Ich werde mich mal umsehen, aber ich kann nichts versprechen. Nun, mehr kann ich nicht erwarten. Das ist der Typ, der sein Freund / Bruder verloren hat oder Sohn. Dem wollten wir helfen, konnten aber nicht. Na gut, das ist jetzt zum Glück hier gleich in der Nähe. Und hier war, glaube ich, eine Tür, die wir auch nicht aufgekriegt haben, ne? Ach, da müssen wir sowieso rein. Sehr nice. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich glaube, hier müsste doch eine Power-Rüstung drin sein. Bin mir da nicht so sicher. Oh, ich habe nicht getroffen. Okay, kommt, da kommt noch einer. Nur zum Legendären. Ja, komm, runtergesprungen, los. Da kommt er wieder. So, da wollten wir ursprünglich rein, haben wir es aber nicht geschafft, ne? Chance von 20% auf Verkrüppeln des Beines des Gegners. Das ist cool. Gerade mit einer Laserpistole. Oh, so coole Sachen. Wir brauchen eine Truhe. Okay, vielleicht waren wir doch hier schon drin. Wir brauchen eine Truhe mit unseren Sachen, die wir unbedingt verbessern wollen. Ja, ich würde sagen, hier können wir easy durchgehen, weil wir schon mal hier drin waren. Schade eigentlich, dass wir jetzt die Quest hier bekommen. Aber egal, dafür sind wir schnell hier durch. Und vielleicht bekommen wir noch was Schickes. Achso, du bist tot. Ich sag das doch. Genau, da habe ich mich ja am Ende gefragt, was das Ganze gebracht hat, weil wir nichts bekommen haben. Hier liegen noch die Ghule vom letzten Mal. Und da hinten müssen wir hin, okay. Wieso, Vorsicht. Wie können die Ghule mich so leicht finden? Weiß es nicht. Müssen OP-Ghule sein, ups. Ach. Zweimal nicht getroffen, selber schuld, Zero, selber schuld. Das hast du verkackt. Aber die Terminals haben wir schon angesehen. So. Gehen wir hier mal fix durch. Hier war auf jeden Fall ein Leuchtner, soweit ich mich erinnere. Aber den müsste ich auch easy wegkriegen. Hoppala. Wie hast du sie runtergesprungen? Achso, das Problem war der Leuchtende. Ich verstehe die Problematik. Haben wir wenigstens gefunden. Und ihr seht, unser Schleichstil ist seit dem letzten Mal definitiv um Längen besser, weil wir jetzt nicht gefunden worden sind. Also vom Leuchtenden. Keine Ahnung, warum man da rumgehockt hat. Wenn er Spaß dran hat, unterm Tisch zocken. Voll normal. Achso, du bist der Ghoul. Ich glaube, das grüne Ding, was da rausgeragt war, war der Ghoul. Also man sehe, Ghoule, keine Probleme mehr.
Jetzt schwören können die wahr, irgendeine Tür, die wir nicht aufgekriegt haben. Aber hier haben wir auf jeden Fall eine Power-Rüstung bekommen, das weiß ich noch. Hier haben wir auf jeden Fall eine Power-Rüstung bekommen. Das heißt, wir haben die Tür doch aufgekriegt. Ja, das war easy. Ich glaube, mein Hund kämpft irgendwie, oder? Ah, gegen die Geschütze, aber... Weißt du was? Da gebe ich jetzt erstmal einen Scheiß drauf. So, Dude. Ich habe diese lästigen Ghule erledigt. Wirklich? Das sind großartige Neuigkeiten. Kumpel, wir sind dir und den Minutemen dankbar. Und ihr habt unsere Unterstützung. Nice. Wir kommen gut voran. Wieder ein Ding auf der Karte erledigt. Ich möchte mal langsam richtige Quests von denen kriegen und nicht nur immer diese Rette, die Drecksiedler-Aufträge. Ich habe die Ghule erledigt, die der Siedlung so viele Probleme gemacht haben. Das freut mich zu hören, General. Ist schwer genug hier. Da sollten sich die Leute nicht auch noch um Ghule Sorgen machen müssen. Ich habe da noch was, das ich mit dir bereden muss. Eine weitere Siedlung hat uns um Hilfe gebeten. Sie sind hier. Ich hoffe, du kannst ihnen helfen. Wir müssen den Leuten zeigen, dass sie sich wieder auf die Minutemen verlassen können. Ja, ja, ja. Den Weg für Summer Wild Place freimachen. Dann machen wir das doch mal. Aber die Erfahrung ist halt nicht schlecht, die wir hier bekommen. Oh, das ist ziemlich weit. Da waren wir schon mal nicht. Das ist schon mal gut. Ein etwas weiterer Weg, wo wir noch nicht waren. Das freut mich, denn unten links, da wollten wir noch ganz viel erkunden. Wir sind fast Level 38. Hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Ich meine, wir leveln noch immer ultra schnell. Ob das im Schwierigkeitsgrad liegt. Wollte nicht explodieren. Mach was du willst, aber nicht explodieren, bitte. Geh einfach ganz gemütlich in die Richtung und du gehst ganz gemütlich da hinten in die Richtung. Okay, ich laufe. Okay. Da ist noch ein Sendeturm. Wenn wir den aktivieren, kriegen wir wieder 1000 Frequenzen rein. Misty. Was, Geschützturm? Habt ihr das auch gesehen? Minuteman? Was macht ihr denn hier? Dieser Ort gehört den Minutemen. Okay. An mir kommt nichts vorbei, Sir. Cool. Diese. Aber was war mit dem Marktgeschützturm? Sehr irritierend. Ach, da hinten. Einer steht auf jeden Fall noch. Und was kommt da raus? Gunner. Ach, hier sind wir schon mal lang gelaufen. Stimmt. Als wir das Gebiet da hinten erforschen wollten. Ah, die Erinnerung alter Zeiten, Freunde. Die Erinnerung alter Zeiten. Das waren noch Zeiten, als wir dieses Gebiet da hinten entdeckt haben und einfach mal in die Richtung gelaufen sind. Muss das sein? Level up. Ja, coole Nummer. Und gleichzeitig noch ein Kampfmesser. Besorgt doppelten Schaden, wenn... Komm, gib mir mal was Besseres. Okay, level up.
So, wollen wir nochmal unsere Stärke erhöhen, ne? Gut, können wir noch nicht. Was können wir als nächstes machen? Hacker brauchen wir nicht. Deine Schallgelpen Schaden verursachen mehr Schaden. Schleichen. Ja, eigentlich schleichen, ne? Geht natürlich auch. Ah, machen wir das hier. Hab mich entschieden. Besseren Schleichschaden. Kann man immer gebrauchen. Das heißt, wir machen jetzt noch effektiver Schaden. Das ist. Wobei viele überleben gar nicht erst den ersten Schuss und wir machen jetzt noch mehr Schaden mit dem ersten Schuss. Was war das für Musik? Ist das nicht? Aber mir gefällt der Sumpf hier nicht. Wir gehen mal lieber hier über den Boden. Ist mir um einiges angenehmer. Was macht ihr denn da? Wie, der vierfache Schaden hat nicht gereicht? Der arbeitet einfach weiter. Humpelt der da gerade weg? Was zum Henker macht ihr da? Was ist denn das? Oder hat er den abgebaut? Gebaut hat er ihn wahrscheinlich nicht. Eher abgebaut. Oder renoviert oder umgebaut. Na gut. Wenn er meint, das machen zu müssen. Leuchtende Maulwurfsratte. Achso, ich dachte, da steht legendäre. Jetzt bin ich enttäuscht. Was wir aber machen können demnächst, ist auf jeden Fall ein besseres Visier anbauen an unsere Waffen. Ich töte jetzt die Leuchtende, weil sie mir so viel Erfahrung gibt. Kann dich leuchten sehen. Und da hinten ist eine Vault. Oh, Kinder, die ersten Kindersiedler. Hallo. Hallo. Das ist cool. Entschuldigung. Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Was brauchst du? Was brauchst du? Wir haben ein Nest mit richtig fiesen Käfern hier um die Ecke. Wenn nicht bald jemand das Nest säubert, werden wir ein mächtiges Problem haben. Das wirklich Blöde an der Sache ist, dass der Ort sich super für eine neue Siedlung eignen würde. Ich kenne ein paar Leute, die sich sofort da niederlassen würden, wenn es sicher wäre. Ja. Wenn du dafür sorgst... Tu ich. Komm. Mal sehen, was ich tun kann. Oh, danke. Wir wussten wirklich nicht weiter. Das gleiche Gespräch haben wir schon mal geführt, deswegen können wir das überspringen. Dude, lass mich rein. Wir gucken, ob du Comics oder so hast. Mais. Betten. Und Stimpact. Und ein paar Schrauben für mich. Gut, so bin ich weg. Wie weit müssen wir denn da laufen? Das nennst du in der Nähe? Da war ich auch noch nicht. Ja, dann müssen wir vom Regionalbüro aus hochgehen. Alter, wie weit will er denn laufen bis zu seiner Siedlung, bitte? Crazy! Naja. Immerhin sind wir jetzt die Level 38, die ich versprochen habe vor kurzem. Und wir haben ja das, Ding, jetzt gehe ich ins das Wissenschaftsschon hochgeskillt. Oh, jedes Mal mit euch Pennern hier. Lass los, verpiss dich! Immer wieder sind die beiden hier. Jetzt mal kommen wenigstens keine Supermutanten von hinten. Das war jetzt echt nicht nett. Das war jetzt echt nicht nett. So. Das ist einer der Punkte, die wir am häufigsten bisher besucht haben, glaube ich, oder? Ja, komm. Die Sachen habe ich 100-mal eingesammelt worden. Okay. Dinge, mit die ich nicht gerechnet hätte. Der Typ hier. Alter.
Mach mal keinen Scheiß, Kleiner. Ernsthaft? Euch sehe ich hier zum ersten Mal. Naja, wir haben es gerade noch überlebt. Oh Mann. So. Da wären wir auch schon fast. Ich denke mal, das ist die Kuppel da. Was auch recht cool ist, ne? Oh, Poseidon Energy. Gut, dann müssen wir jetzt aber hier rein. Kleine Abstecher. Oh. Gut, hier werden wahrscheinlich nur Kakerlaken sein, oder? Hey. Ja, die machen voll Schaden. Achso, kein Wunder, dass die Schaden machen. Oh. Okay, ich duck mich lieber wieder. Gegen Fliegen will ich wirklich nicht verlieren. Nein, danke, Mister. Ich brauche Hilfsmittel. Gib mir mal Waldockfleisch. Oh, ich habe gehofft, das wäre ein Comic gewesen. Poseidon Energy könnte eines der interessantesten Dinge sein, weil damals in Fallout New Vegas. Oh, hallo Kakerlake. Ein legendärer Kakerlake. Also ich muss hoch. Gab es ja diese besondere Poseidon Energy Waffe. Rohrzange, Alter. Mädels, gib mir doch mal was Vernünftiges. Das verstrahlte Blut, bitte. Na gut, ob sich das jetzt gelohnt hat. Schade. Ich habe mir eigentlich mehr erhofft. Nett. Das Schlossknacken ist dauerhaft einfach. Gut, hat sich gelohnt. Das Schlossknacken definitiv. Das Grausamste, was man in Fallout je erfunden hat. Die Schlossknacken-Methode. Und die hat sich einfach weiterentwickelt in vielen verschiedenen Spielen. Das ist so grausam. Ernsthaft? Könnt ihr das mal bitte lassen? Lass euch mal was Neues einfallen, ganz ehrlich. Alter Schwede. Nicht euer Ernst. Komm, das Maverick-Fleisch sammle ich sowieso momentan. Fuck. Kann ich auch noch gegen die kämpfen. Ich denke schon, dass der vierfache Schaden das übelst gemacht hätte. Ah, vorsichtig. Gut. Okay, gut. Ach, Hund. Na gut, so kann ich es vergessen, ihn zu treffen. Ja, hä? Wen haben wir denn da? Ein stinknormalen Supermutant. Mit dem vierfachen Schaden ist er auf jeden Fall sofort tot. Hier muss irgendwie anders an die Sache rangehen. Übrigens können wir jetzt in die neue, in die World gehen, ne? Wir haben jetzt Meisterfähigkeit zu mecken. Stimmt ja. Holy shit. Der Hammer. Okay, wir sollten auf jeden Fall ein Stück zurückgehen. Dass die uns vergessen. Dann kann ich nämlich ein bisschen mehr Schaden anrichten. Was mir um einiges lieber ist. Oh. Schön. Gut, versuchen wir uns irgendwie da reinzuschleichen, weil der Hammer könnte ein bisschen problematisch werden. Gerade auch der Raketenwerfer-Typi. Also kann ich für die mich plötzlich gesehen haben. Was ist das?
Eine Mine ist das. Wir spielen, kleiner Mensch. Zeit von Menschen vorüber sein. Jetzt Zeit einfach als Supermutanten. Reck, wo ist der Köter? Nee, du nicht. Au! Beginne Angriff auf feindliches Ziel. Eine rechtmäßige Anwendung tödlicher Gewalt. Hat er mich bis hierhin verfolgt? Ist das dein Ernst? Ja, auf jeden Fall eine coole Nummer. Jetzt rennt er da rein und macht sie alle platt. Gut, das glaube ich eher weniger. War, finde ich, gut. Ich glaube, das ist der, den wir letztens erweckt haben. Ich glaube, der hat uns verfolgt. Der Roboter läuft immer noch rum. Es muss der sein. Weil die sind sehr selten, die Dinger. Was hast du denn gemacht? Kannst du das mal hinten lassen? Achtung, der Flüchtling sollte als bewaffnet und gefährlich betrachtet werden. Jetzt verpisst er sich auch noch. Na gut, Hilfsmittel. Ups, das war einer zu viel. Sende Beschreibung an entsprechende Strafverfolgungsbehörden. Nehmen wir jetzt weg, Protektron. Coole Sau. Gut, schleichen wir uns rein. Ich benutze den hier erstmal eine Weile. Weil der eine hat ja sowieso schon so viel Leben verloren. Gutshof West Everett. Bin da nicht mehr. Ich glaube, das wissen die jetzt auch. Okay. Du kommen raus. Zeit zum Sterben. Warum ihr dumme Menschen? Oh fuck. Nein! Zum Glück habe ich gespeichert. Okay, der Typ könnte ein kleines Problem werden, wenn wir nicht weit genug entfernt sind. Das kriegen wir noch hin. Den machen wir noch platt heute in der Folge. Wollen wir die Folge beenden, das kann ich euch sagen. Ja, ich bin schon gekommen. Jetzt drehen wir nicht durch, Alter. Läuft hier schon mit Granaten um sich. So. Ach, da sind noch mehr Dudes. Steck fest! Oh, jetzt kommt er. Machen wir an. Dein Fehler, mein Kollege. Dein Fehler. So, MC Hammer fertig gemacht. Na, so gut war er jetzt auch nicht. Huch! Hä? Und weg ist er. Slidest du hier durch die Gegend? Okay. Fehlt nur noch einer. Der Halbtote. Wo ist der Halbtote? Okay, es fehlen noch zwei. Oh. Vielleicht mehr. Ich sei ein Supermutant. Ich unaufhaltsam. Ich glaube nicht, dass ich ihn so rausjagen kann, oder?
Flieg erstmal durch die halbe Basis hier. So, einer ist hier noch hier. Der hat kein Leben. Zeit von Menschen vorüber sein. Jetzt Zeitalter von Supermutanten. Steckst du? Ich weiß, da war ein Kronkorken, aber die ignoriere ich jetzt einfach mal. Oh, hier können wir wieder alles rausziehen. Du kämpfen, Feigling! Wo bist du denn? Hä? Wo ist denn der Kauz? Wo ist überhaupt der Ausgang und Eingang? Erledigt. So. Ach, das war gar nicht der Ort. War das nicht der Ort? Oh. Hoppala. Jetzt habe ich die ganze Supermutanten ausgerottet. Was umsonst? Da wollen die wahrscheinlich leben, oder? Na kommt, ihr Meyerdogs. Ich weiß, dass ihr hier rausspringen möchtet. Tut es doch einfach. Aber vielleicht sollte ich die Supermutanten vernichten, weil die ja ein bisschen gefährlich sind und so. Was ist denn da explodiert? Was hast du denn gemacht? Fehlt sie durch. Ich hasse euch. Na komm. Ganz ehrlich. Ah. Da sind aber noch mehr. Hm? Die anderen müssen oben sein. Was wird da hinten schon wieder gefightet? Ich weiß es nicht. Ist mir auch scheißegal. Die sind da oben drinne. Abgrundtief, Alter. Abgrundtiefer Hass. Gut. Wer bist du, Siedler? Oh. Margarets Notiz. Gut, Freunde, die lesen wir uns dann morgen durch. Und finden dann heraus, was hier genau passiert ist. Also, ich muss auf die andere Seite. Gut, Dogweed, der quatscht hier irgendwo wieder rum. Achso. Der arme Brahmin, Alter. Ausgelutscht. Sehr ekelhaft. Wie er sich doch bewegt hat. Okay, hier in der Hütte scheint irgendwas zu sein. Dann machen wir das nochmal auf. Ja. So, man konnte von hier hochschwimmen. Na ja, gut. Wieso auch nicht? Soll ja Leute geben, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht das Schlossknacken getrainiert haben. Ich weiß nicht, wer sowas tut, aber irgendwer hat's getan. Somit hätten wir das erledigt, Freunde. Das war's für heute und auch für meine Aufnahmesession. Wir sehen uns dann,
im Livestream heute, ich glaube heute ist Samstag, ich weiß es nicht, werden wir dann herausfinden. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, haut rein, euer Zero, tschüss.